Guten Morgen, willkommen zu einer neuen Woche, willkommen zu einem neuen Follow My Week. Es ist Montag, es ist 8:20 Uhr und ich frühstücke gerade. Und zwar einmal Chia-Brei, den habe ich mir schon vorgemacht, weil ich da gestern welchen gemacht habe und noch welchen mitgemacht habe für heute. Den Rest von dem Smoothie, den ich mitnehmen werde, da ist Banane drin, gefrorene Bohne, bisschen Zitrone und Banane. Und Spinatpulver. Hier ist grüner Popcorn-Tee und ein Glas Gerstengraspulver mit Traubensaft und Wasser. Das ist mein Frühstück heute. Linsencurry sieht so lecker aus. Mit Kartoffeln drin. Yummy. Ist lecker, aber sieht kacke aus. Bei mir gibt es gerade Smoothie. Und zwar, habe ich schon erzählt, Banane, Birne, Spinat. Und ich habe halt richtig Hunger und Appetit. Das ist sehr schön. Und sehr selten. Deswegen genieße ich das. Wenn der Hunger und wenn der Appetit da sind. So ein bisschen zur Erklärung: Diese Woche ist Tapering-Woche. Das heißt, ich werde relativ wenig Sport machen. Vier Einheiten sind es insgesamt. Und nur sehr kurz. Und genau, das steht für diese Woche an. Ich arbeite, also heute ist Montag, dann arbeite ich noch Dienstag und Mittwoch im Büro. Da werde ich nicht viel filmen können, also da werdet ihr nicht viel von mir sehen, schätze ich mal. Und Donnerstag früh fahren wir dann schon an die Nordsee. Oh mein Gott, ich freue mich so auf diesen Urlaub. Es wird einfach, ich freue mich, es ist so großartig. Am Sonntag starte ich dann nehme ich euch natürlich auch mit, aber nur damit ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst, was so die Woche über auf euch zukommt. Und ich bin mega gespannt, ich freue mich total. Oh, es ist so heiß. Ich bin jetzt bei der Arbeit hier mit zum Glück mit Klima und habe heute Morgen, ich bin ganz stolz auf mich, ich habe schon zwei Pakete abgegeben und das für mein Geschäftskonto jetzt endlich. Die hatten das irgendwie schon mal, diesen Zettel, den man da zur Identifikationsbestätigung ausfüllen muss, hatten sie es schon mal. Jetzt haben sie es nochmal gebraucht. Und dann habe ich mir hier was gegönnt. Und zwar einmal die Couch. Da, ja, die ist immer so ein bisschen billig gemacht, finde ich, aber kostet ja auch nicht viel. Und deswegen ist es eigentlich ganz okay. So ein paar Inspirationen für meine neue Wohnung. Dann das Triathlon-Training, fit bis zum Saisonende, auch zum Marathon. Ein paar Sachen, die da noch drin sind, die interessant sind. Ja, genau, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und dann die hier, Daphne's Diary. Die ist schon so sehr, ja, so auf Vintage und so. Aber ich glaube, ich finde die ganz gut. Ich schaue sie mir jetzt mal an. Vielleicht, wenn sie mir nicht gefällt, dann. Also irgendwas ist auf jeden Fall, sie sieht auf jeden Fall hübsch aus und stelle sie mir ins Regal. So, es steht ein 30-minütiger Lauf an mit Lauf-ABC und Steigungen. Da habe ich mega Bock drauf. Es ist jetzt mittlerweile schon 7:30 Uhr. Ein Video ist geschnitten, rendert gerade. Die Newsletter sind für die nächsten 3 Tage gemacht. Das Problem ist, dass ich eigentlich noch 4 Newsletter schreiben müsste, weil ich übers Wochenende weg bin. Eigentlich den für Montag auch noch. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich versuche jetzt heute mal die GoPro mit zum Laufen zu nehmen, weil das ein bisschen cooler ist, wenn ich da ein paar GoPro-Aufnahmen auch habe. Naja, schauen wir mal. Ich hab keinen Bock. Aber um den Bock geht es ja meistens nicht. Der kommt meistens beim Laufen. Es ist heiß. Oh. Die Sprints töten mich heute. So, zurück. Ganz wichtig ist, während der ersten halben Stunde, die man vom Sport zurück ist, was zu essen. Heute war jetzt eine kleinere Einheit, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, ich habe das auch im letzten Vlog schon mal gesagt. Ich mache mir jetzt gleich noch einen Shake mit Banane, ein bisschen Proteinpulver, Kokosreismilch und Datteln. Und vorher koche ich jetzt hier gerade. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich zeige es euch gleich. Und zwar Zucchini und Pilze, Zucchini und Zwiebel anbraten.
Da drüben kochen gerade Kartoffeln, dann schneide ich da noch ein paar Tomaten rein und ich habe noch Kichererbsen. Das sollte dann für heute und für morgen hoffentlich reichen, also im Idealfall. Und dann nehme ich noch so einen Energiebar-Riegel mit und den Standard-Smoothie, den ich im Moment halt immer esse mit Banane, dem Spinatpulver. Ich denke, ich mache heute noch ein paar Himbeeren rein. Joa, das ist der Foodplan für heute. Und ja, genau, das mache ich. So, das war jetzt eigentlich super schnell gemacht. Das ist nur so ein bisschen Yogi-Chai, den ich mir vor 2 Tagen gemacht habe und kalt gestellt habe. Den trinke ich jetzt. Das ist mein nicht lecker aussehender Smoothie. Das ist mein Post-Workout-Shake mit Kokosreismilch, Proteinpulver, einer Banane und 2 Datteln. Das ist dieser Energie-Cake, den ich da noch mitnehme, Kirsche-Kokos. Der ist eigentlich hauptsächlich aus Zuckersirup und Haferflocken. Diesen Live-Food-Riegel nehme ich noch mit und dann hier mein Essen. Also es hat jetzt wirklich keine 10 Minuten gedauert. Die Kartoffeln kochen ja von alleine. Und hier Kichererbsen, Tomaten, Zucchini mit ein bisschen Tomatenmark, Salz, Pfeffer, fertig. Morgen am Mittwoch. Oh, gestern war ein Tag, Leute. Ich war nach der Arbeit auf dem Konzert von El Niño und es war so toll. Es war einfach eine Zeit lang alles vergessen, tanzen, Freude haben und sich nicht im Morgen scheren. Das war ganz, ganz großartig. Ich wollte eigentlich filmen, aber dann habe ich die Tasche abgegeben, um halt wirklich ganz für mich tanzen zu können. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Ja. Mein Frühstück ist heute Sojajoghurt mit gepufftem Amaranth und einer Banane. Matcha, den ich heute dringend brauche. Und Wasser. Und heute ist der letzte Arbeitstag. Morgen fahren wir endlich an die Nordsee. Ich freue mich so. Heute ist so ein schöner Tag. Eigentlich gar nicht so. Die letzten Tage waren schöner. Aber irgendwie bin ich heute gut gelaunt. Und freue mich irgendwie drauf. Ich fühle mich irgendwie im Moment so wohl in meinem Körper, obwohl er nicht perfekt ist. Weil, ja. Oh, der Bus kommt, der Bus kommt. So, eine ganz grobe Übersicht, was ich alles mitnehme. Das ist jetzt nur das Wettkampfzeug. Es tut mir leid, ich hatte echt keine Lust, das so schön zu sortieren. Es tut mir leid. Okay, ganz kurz, wir gehen es ganz schnell durch. Und zwar einmal die aktuelle Triathlon-Zeitschrift. Da ist nämlich der Off-Season-Trainingsplan drin. Den will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Dann mein aktuelles Buch Born to Run. Das wird langsam gut. Dann ein Handtuch für die Wechselzone. Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, aber wir haben auch in der Ferienwohnung Handtücher, deswegen nur eins. Dann eine Trinkflasche, die zweite ist am Rad. Meine GPS-Uhr und das Ladegerät dazu, ganz wichtig. Passend dazu auch mein Pulsgurt. Sonnencreme, Vaseline, um halt Scheuerstellen einzureiben. Dann habe ich hier noch mir so ein Versorgungsteil gekauft fürs Fahrrad, dass man da so vorne hin machen kann. Genau, das noch. Dann mein Treesuit, ein Spregana-T-Shirt von der veganen Sportgruppe, in der ich bin. Dann habe ich hier noch eine Jacke, falls es kühler wird, und noch 2 Laufshirts und eine Laufhose, die ich dann tragen kann, wenn wir vorher noch mal trainieren gehen. Schirmmütze, sie sieht halt schon echt fertig aus. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Ich denke, ich packe sie mal ein. Passt nicht zum Treesuit. Packe ich nicht ein. Dann mein Radhelm, meine Laufschuhe, die ich anziehen werde mit dem Schnellschnürsystem, dass ich einfach reinschlüpfen kann. Schlappen, die ich so anziehen kann, meine Radschuhe. Dann werde ich mal hier beides mitnehmen. Ich denke, ich werde das brauche ich eigentlich nicht. Da nehme ich nur das, wo ich dann die Startnummer dran befestigen kann. Hier vorne was habe, wo ich Sachen reinpacken kann, hier die Gels ranhängen kann. Genau, dann mein DTU-Starterpass. Genau, der DTU-Pass. Meine Schwimmbrille. Und da hat mein Papa mir total süß noch eine Schwimmbrille gekauft, die so eine Wettkampfschwimmbrille ist. Werde ich mal gucken, werde ich die mal testen. Mal sehen. Ich denke, ich behalte sie. Ich meine, das ist total süß von ihm. Dann habe ich hier so ein Chipband. Da muss ich gleich noch den Chip ranmachen. Er kommt da so ran. Dann kann man ihn sich an den Fuß machen. Meine Radbrille. Dann habe ich hier Gels. Nicht, dass ihr denkt, ich benutze die alle.
Aber das hier ist so Pulver. Normal halte ich das nichts davon. Ich habe es aber geschenkt bekommen und finde es jetzt eigentlich ganz lecker. Da hat mein Papa mir noch vegane Gels bestellt. Das sind die hier. Da bringe ich Freunden von mir welche mit, dass die mal testen können. Genau. Dann von High Five 2 Gels. Und 3. Und von Vega. Wie gesagt, die werde ich nicht alle benutzen. Aber die werde ich mal mitnehmen. Ich habe immer lieber ein bisschen mehr dabei. Mein Badeanzug, falls wir vorher nochmal schwimmen gehen. Meine Kompressionsstrümpfe und noch Kompressionsstulpen, die mir die liebe Salke ausleiht. Das stellvertretend für mein Schloss, das ich noch vom anderen Rad abmachen muss. Und ja, Beutel, um teilweise eben die Sachen ein bisschen zu sortieren. Und was es noch übrig bleibt, ist dann, ja, muss ich mal gucken, also was noch am Platz übrig bleibt. Den Neo, den habe ich schon in meinem Rucksack drin. Ich würde eigentlich gerne meinen Sailfish-Rucksack auch noch mitnehmen. Aber dann muss ich gucken, ob das reinpasst, weil ich einfach jetzt schon so, ja, den großen Rucksack dabei habe. Und so geil, ich darf das Rad meiner Chefin mitnehmen. Und bin geflasht, weil ich das mitnehmen darf und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Laptop muss auf jeden Fall mit, GoPro-Akku und Ladegerät muss mit. Handy-Ladegerät, Buch habe ich eigentlich. Bikini, weil wir ja auch so noch am Strand sind. Und ein bisschen Klamotten noch. Das war's eigentlich schon. Easy, oder? Ich packe jetzt mal und fahre nachher noch zu Saika und Erik. Und ich bin auf diesem Rad heute gesessen. Das war einfach so göttlich, Leute. Es war so göttlich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es war der absolute Oberhammer. Dann wollen wir mal auf zu Saika und Erik. Es ist jetzt schon ziemlich spät, aber ich kann euch mal kurz das UFO zeigen. Huch, da fällt gleich mal der Rucksack um. Da sind die Kartuschen, da ist der Schlauch, alles aerodynamisch abgestimmt. Und das ist, da verschwindet die Saika gleich wieder. Das war gerade geil. Oh mein Gott, Video. Das ist mein Rad für den Wettkampf. Und zwar hat meine Chefin mich gefragt, mit welchem Rad ich denn starte. Und ich gesagt, mit meinem. Und dann meinte sie, ja, sag doch was, dann kannst du meins haben. Ja, deswegen starte ich jetzt mit diesem Ultra... Also ist natürlich kein UFO, aber es ist eine kleine Rakete. Mein Anfang. Aber zum UFO kommen wir, denke ich, die nächsten Tage noch mehr. Guten Morgen am Donnerstag. Wir haben Frühstück. Und zwar, was haben wir alles drin? Dinkelpuffs? Gepufftes Quinoa. Banane, Blaubeere, Sojamilch. Und Cornflakes. Also wir machen hier gerade den welcher Marathon ist Ihrer Test aus der aktuellen Triathlon-Zeitschrift? Du musst vorlesen und mich fragen. Okay. Also, welcher Marathon ist Ihrer? Erste Frage. Ich bringe eine solide Ausdauergrundlage mit. Grundlagenausdauer heißt es doch, oder? Ausdauergrundlage heißt es, ja. Ja, bringe ich. Okay. Marathon? Laufe ich nur auf Bestzeit? Ja. Publikum motiviert mich sehr, mich zu quälen. Ja. Ich brauche Infrastruktur, S-Bahn, Hotel und so weiter. Ja. Oh Gott. Naja, dann haben wir es ja schon. Stadtmarathon. Wenn Sie sich schon über 42,195 Kilometer quälen, dann bitte unter Zeugen. Beziehungsweise getragen vom Applaus möglichst vieler Zuschauer. Ja. Die meisten stehen an der Strecke, wenn selbige sich durch das Herz der Stadt schlängelt. Am liebsten durch das derer, in der sie leben. Ja. So sparen sie sich den Anreisestress und können sämtliche Freunde und Verwandte zum Zuschauen verdonnern. Oh, nur, dass sämtliche Freunde und Verwandte einfach mitmachen und keiner mehr zum Zuschauen da ist. Aber so deswegen starte ich einfach beim größten Marathon der Welt, ne? Und probieren wir es mal. Ist er das? Machen wir den Rad rein? Mhm. Was ist eigentlich mit der Triathlon-Zeitschrift? Hast du die? Salka hat die.
Nordsee angekommen und haben eine erste kleine Radtour gemacht. Halbe Stunde waren wir, oder? Ja, wie aber viel? Wirklich nicht klein. 14 Kilometer? Und ich bin zwischendrin richtig, richtig schnell gefahren. Das Fahrrad ist so geil. Ich glaube, ich habe die Geschichte noch gar nicht erzählt mit meiner Chefin. Die meinte... Und dann hat sie mir einfach ihr Rad mitgebracht. Und ich dachte mir so, nee, weil Rad von der Chefin mitnehmen ist irgendwie immer blöde und so. Und dann bin ich drauf gesessen. Es ist so geil. Es ist echt der absolute Oberhammer. Jetzt haben wir eben gerade nur eine kleine Runde gedreht, haben davor was gegessen. Was mir irgendwie gar nicht mal so gut bekommen ist, alles, was ich heute gegessen habe. Du hast Fleischsalat gegessen, bevor wir gefahren Also veganen Fleischsalat, diesen von Beda. Und davor haben wir hier so Nudeln gegessen, wo irgendeine vegane Senfsoße drauf war, die nicht vegan war, die mir auch immer noch schwer im Magen liegt. Die Kombi war heute jetzt nicht ganz so ideal. Ich glaube, ich würde es die nächsten beiden Tage irgendwie noch optimieren hinsichtlich des Wettkampfs. Aber mal sehen. Es ist halt auch Watt, ne? Wo sind wir? Die Bühne. Da. Und wo schwimmen wir? Da. Aber das? Das Amrum. Ja, wir schwimmen hier. Bei den Seelöwen. So und so schwimmen wir. Bei den Seelöwen. Ne, die sind doch hier. Guck mal, die schwimmen mit uns. Aber das glaube ich dir nicht. Klar. Ich will zu den Robben. Du musst nur unter Wasser Robbengeräusche machen. Guten Morgen am Dienstag. Was haben wir heute für einen Tag? Freitag. Hinter uns ist alles dunkel. Da ist noch die Sonne, aber hier. Wunderschön. Ja, heute haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht. Also das Wetter ist ja jetzt so ein bisschen, naja, wobei es eigentlich ganz schön ist, so nach der sehr heißen Zeit in Berlin ein bisschen zu entspannen und ein bisschen auch kühleres Wetter zu haben. Das ist wirklich sehr schön. Und ich stelle mich mal hier dahinter, vielleicht könnt ihr mich dann besser hören. Nein? Okay. Ja. Und heute Abend werden wir noch essen gehen und jetzt hier noch ein bisschen am Strand sein und einfach ja so ein bisschen runterfahren. Das tut uns, glaube ich, allen sehr gut. Genau. Ja gut, dann laufen wir jetzt diesen Abschluss ein bisschen. Laufen wir jetzt auf den Hafen und auch mal hinten raus weiter und machen wir uns irgendwann auf den Weg. Okay, bis dann. Ja. Sucht sich jeder eins oder? Mittlerweile Samstag und wir starten gerade damit, dass wir den Trainingsplan für die nächsten 6 Wochen zusammenstellen und haben so ein bisschen Lesematerial und werden gleich mal mit Romina als meinem Coach gucken, wie wir die nächsten Wochen so gestalten. Und es gibt immer einen, der Rasen mäht, das ist noch nicht zu fassen. Genau. Und werden jetzt mal schauen, wie wir die nächsten Wochen ja, ist nicht gestellt oder so. Mhm. Alles ist total natürlich. Bist du drauf gewesen? Kann ich leider nicht verwenden.
Außer du musst echt so ein Coaching jetzt immer anbieten, dann kann ja, ich Werbung für dich machen. Ich mach Coaching. Was kostet aber, das so? Über 10 Wochen? Nur mit braven Trainings. Aber du hast ja jetzt eigentlich nur widerspenstige Trainings. Genau, ich habe jetzt nur Problemfälle. Ich brauche jetzt mal jemanden, der auch das macht, was ich sage. Nee, kannst du mir Trainings machen. Du machst es auch nicht, was ich sage. Hallo! Gibt der Kamera einen Kurs? Nee. Voll süß. Ich habe noch gar nicht unsere Wohnung gezeigt. Also hier unten stehen die Fahrräder. Das ist das UFO. Und da steht das, was ich von meiner Chefin ausgeliehen habe, Mr. Moser. Und geil, das sind eigentlich auch die Neos, die da so alle zusammenhängen. Hier das ist Rominas Fahrrad. Und noch so ein kleines Trainings-Equipment-Ding. Das ist unser Bett und hier ist so ein Minibad. Genau. Und das ist das Ess- und Wohnzimmer. Da sind es gerade alle drin, die bestimmt nicht drauf wollen. Aber ich kann euch die Küche zeigen. Da machen wir heute Abend Pasta-Party mit Nudeln. Ich finde 1,5 Kilo Nudeln für 6 Personen nicht zu wenig. Nicht zu wenig? Ja, nicht zu wenig. Nicht zu viel, meinst du? Nicht zu viel. Wir gehen jetzt eine kleine Radtour machen. So ein bisschen anfahren nochmal vom Wettkampf macht man eigentlich immer. Beziehungsweise ist ein bisschen umstritten, ob man das macht oder nicht, aber wir machen. Und genau, fahren ganz entspannt 20, 30 Minuten Rad und danach noch so ein bisschen 5 Minuten laufen. Rad eigentlich an sich locker, nur ein paar, dreimal kurze Anstiege drin. Genau. Das ist das, was wir jetzt heute noch machen. Und dann geht's auch schon die Sachen abgeben. Vorher hat super geregnet, heute Nacht hat es mega gewittert. Aber jetzt hat es aufgehört und deswegen können wir losgehen. Geht's zum Laufen. Dann habe ich den zweiten, den kriege ich vom Wechselrad auf Schwimmen auf Rad. Da müssen die Radschuhe rein. Wie ist kein Stift? Der Edding. Und die Startnummer, oder? Wir haben jetzt alles in unsere Beutel gepackt und gehen jetzt mal das Rad aufpumpen. Da hängt der Mr. Moser. Einfach drauf. Merci. So. Also du bleibst da, ne? Ja. Bist du dabei? Ja. Wir haben jetzt verschiedene Beutel und zwar einmal den, der dann auf Föhr wartet mit dem Radsachen, dann der auf Föhr wartet nach dem Laufen, der dann der After-Race-Beutel für Sylt und der Armrum, wo ich jetzt quasi den morgen mitnehme. Und da sind halt dann die verschiedenen Sachen drin. Genau. Also hier quasi meine Radschuhe, Helm kommt gleich noch rein und Gels und Startnummer. Hier dann meine Laufschuhe, nochmal was zu trinken und noch ein Gel. Und hier warme Klamotten, Zugticket, alles für nach dem Rennen. Wir sind jetzt mittlerweile schon am Bahnhof und essen gerade Glückskekse. Wir müssen gucken, was... Andere zu erkennen ist Weisheit, sich selbst zu erkennen ist Erleuchtung. Von Laktose. Mir steht, der entwischte Fisch ist immer der größte. Der Sieg gestern wäre das größte gewesen. Aber was ist eigentlich? Ich habe eher an Klo gedacht, aber. Ach so. Oh, hä?
Ich bin verwirrt. Wir essen Helva. Was ist Helva? Was schneidet man eigentlich klein? Was gibt es sonst noch? Gemüsechips. Was ist das? Pesto? Nüsse? Oh, Nuss-Nougat-Aufstrich. Laugenbrot, Heidelbeeren. Oh, sie hat das gute Zeug gekauft. Pastete. Ist die Sauerei. Käse. Brötchen. Wir müssen Helva essen. Sehr geil. Guck mal, ich habe einen Schlüssel. Ich bin wieder zu Hause, habe gerade mal so grob mein Zeug ausgepackt. Eigentlich dachte ich, es ist jetzt 20 vor 11. Ich hätte eigentlich keinen Bock mehr, alles auszupacken. Aber bin jetzt doch recht froh, dass ich es getan habe. Was für ein Wochenende. Es wird zum Tree noch mal ein separates Video geben, in dem ich, also es ist geplant als Interview mit meinen zwei Teamkollegen. Wir haben es nicht auf Sylt geschafft. Wir sind auf Föhr ausgestiegen. Ich kann euch mal gucken. Moment, ich habe diese Route, die wir geschwommen sind. Also das Schwimmen war abartig. Ich habe noch mit ein paar Leuten, also mit Organisatoren geredet. Und sie meinten, dass eigentlich das Rennen abgesagt werden sollte. Hier seht ihr, wie, also das Grüne ist die eigentliche Schwimmstrecke und das Lila ist das, was wir geschwommen sind. Es waren insgesamt 3,5 Kilometer schwimmen und anstatt 2,5 und bei Windstärke 5 extrem Wellengang, extrem viel Strömung. Ganz, ganz krasse Nummer. Also es sind 380 Leute gestartet und es sind nur 280 ins Ziel gekommen. Also entweder nicht angetreten, abgebrochen oder eben die Knockout-Zeit nicht geschafft. Und wir haben ja die Knockout-Zeit nicht geschafft. Und ich habe so gekämpft auf dem Rad und mit meinen Teamkollegen. Das war ein Wahnsinnswettkampf, aber wir werden uns da auf jeden Fall noch dazu äußern, die nächsten Tage, Wochen. Mal schauen, wann es klappt. Ich bin jetzt wieder zu Hause, bin auch froh, wieder bei den Katzen zu sein. Ich habe die Lucky Vegan Box zum Testen bekommen. Die habe ich euch gerade noch ein Video gedreht. Hallo Kamera. Genau, mit so verschiedenen Produkten drin. Und ich habe von Nude 3 noch was geschenkt bekommen und da werde ich jetzt aber noch bestellen, weil ich noch ein paar Sachen brauche, die ich noch bestellen werde, genau. Und jetzt packe ich noch aus und beende damit dieses Video von meinem sehr krassen Woche, von meiner sehr krassen Woche an der Nordsee. Ihr merkt, ich bin müde, ich muss ins Bett und morgen beginnt die Realität wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche in der ersten Woche der Marathonvorbereitung und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Bis ganz bald. Tschüss.